Wir haben hier einen Termin. Ja? Mhm. Spielwarengeschäft. Jo. Und da wollen wir deine Modellsachen loswerden. Ne? Alles klar. Ja, und ich denke, du solltest mal sagen, was du dafür haben möchtest. Jetzt so pauschal für alles. Ja. Wenn man jedes Modell nur mit 10 Euro nehmen würde, wären wir schon bei 2000 Euro. Was willst du haben? 1700. Pass mal auf. Ich will von dir eine konkrete Zahl haben. Ja? 1600. 1500. Ja, was denn jetzt? 1500. Okay, wir lassen uns das Angebot machen. Lass uns überraschen, was er sagt. Und das sind ja auch deine Sachen. Ich möchte, dass du die anpreist, ja? Mhm. Ich sag nur was, wenn es mir zu bunt wird, ja? Okay. Als erstes müsste ich mal wissen, über welche Stückzahl rede mir. Da müssen wir mal gucken. Das ist ja alles schon seit Jahren in den Kartons. Ja. Auf den ersten Blick sehe ich mal, dass wir entweder ein paar Stunden brauchen, mhm, oder es wird eine Wundertüte. Mit Wundertüten, da müsste sie mir jetzt mal sagen, wie hoch ihren Wunderpreis ist. Nee, das kann ich so nicht sagen. Also das, wenn Sie jetzt von der Wundertüte reden, dann wird der Preis kleiner. Und deswegen würde ich sagen, schauen Sie sich doch ruhig mal hier 20 Minuten um. Ja? Das ist ja nicht die Welt. Super, ne? Weltklasse quasi. Ich mach das emotionslos. Ist das nicht prima? Das ist für den, der sucht, ist es absolut toll. Genau. Ja. Aber jetzt haben Sie ja schon das gesagt, was ich hören wollte. Ja, ich suche es aber. 1A-Ware, original verpackt, nie bespielt. Gucken Sie mal hier. Und da lege ich gerade noch einen drauf. Jetzt kommt jetzt super Ware. Jetzt kommt super Ware. Jetzt. Da, DDM. So, genau das. Ja. Dass die auf der nächsten Etage genauso neu sind wie die da oben? Ja, ist komplett. Für alles, was würden Sie bieten? Für die 200 Tabber-Autos wäre ich mit 200 erstmal eingestiegen. Das ist ja also überhaupt nicht das, was ich mir vorstelle. Das wäre ja 1 Euro pro Modell. Das und dachte ich mir schon. Bei den Highlights ist ja Quatsch. Ja. Das brauchst du ja. Was machst du jetzt? In dem Fall würde ich es wieder einpacken, also ganz im Ernst. Da gehe ich nämlich wirklich auf den Flohmarkt mehr. Ist okay, so, was wäre denn, ich gebe ja nie so leicht auf. Ja, Gott sei Dank bin ich auch mal dabei. Nee, jetzt, was würden Sie denn für alles sagen? Jetzt warte ich ja erst mal auf eine, nee, was auf für Antwort. Alles hier? Ich warte jetzt mal auf eine Antwort. 1500 für die Sammlung. Vierstellig, absolut keine Chance. 999. Hm? 400. Schweiße auf der Stirn. Ich auch. Ich auch, wenn ich sehe, wie das hier weggeht. So, wir beide gehen uns mal unterhalten, ganz das kurz. Ja? Was sagst du? Bist jetzt gerade nicht so. Nee, ich bin jetzt ziemlich unten, na klar. Ja, was mir jetzt hier so bei dir auffällt, da fehlt so ein bisschen Kampfgeist, du? So, ja, ich mal, du ich willst ja verkaufen. Ja, klar, aber ich weiß, dass der das nie zahlt. Das ist sehr einfach sozusagen. Ich würde einfach mal versuchen zu handeln. Ja, einfach mal versuchen, wie hoch er denn kommt. Ja, ich meine, das letzte Wort hast du natürlich, ja, ob du es verkaufst oder nicht. Mhm. Ja? Ganz ehrlich, aber du kannst ja wenigstens versuchen, hier so viel wie möglich rauszuholen. Verstehst du? Also ob du es dann noch abgibst oder nicht, das ist ja noch eine andere Frage. Mhm. Ja, den Sharky, dem geht es gerade nicht so gut, habe ich das Gefühl. Also ist auch so ein bisschen, der ist emotional mit seiner Sammlung verwachsen. Deswegen will er auch so viel Geld haben. Und ja, sicher, ist auch ein bisschen Kindheit, die hier durch den Finger rinnt. Ja, und da macht man sich das Leben schon ein bisschen schwerer. Okay. Was ist dein endgültiger letzter Preis, was du haben möchtest? Ja, so 700, 600. Würde für alles oder jetzt für die Herber. Und also für die 1:87er Modellautos. Was dann ist deine Entscheidung? Du musst auch sagen, ich will das gar nicht verkaufen. Ich nehme alles wieder mit. Ich habe Magenschmerzen dabei, auf jeden Fall. Aber ich will es ja auch loswerden im Endeffekt. Dann gehen wir jetzt mal zurück. Gut. Jackie, komm, mach mal. Ja, also im Endeffekt können wir von der Gesamtkiste reden, wenn der Preis stimmt. Da haben wir 999 gesagt. Ja. 500. 800. Muss 800. 500, wenn nicht, muss alles, ich Ihnen tragen hier helfen. Wir helfen Ihnen tragen. Hm? Wo wollen Sie es denn hinterher hinhaben? Direkt ins Lager. Also von 999 auf 800 ist doch jetzt schon super. Ich mache mich kirre.
750. 750 finde ich interessant, wenn ich mir die Kombikiste rausnehme. Die hier. Ja. Und dann haben Sie hier lauter Raritäten. Es ist so. Ja. Schlagen Sie ein, Herr Bund. 750? 750. Machen wir 750. Okay. Also. Mir blutet das Herz, Ihnen wahrscheinlich auch, aber damit kann ich leben. Aber Herr Bull, Sie sind auch ein harter Hund, oder? Das muss man Ihnen mal sagen. Das Problem, was Sie mit mir haben, ich sehe zu oft Ihre Sendung. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt Kasse. Machen wir Kasse. Ja? So richtig gut geht es mir trotzdem nicht. Ich denke, es ist alles wesentlich mehr wert, aber Nico wird sich freuen, der Keller wird leer. Das ist Hauptpriorität bei dem Ganzen. Die Comic-Sachen habe ich auch noch gesaved. Also von daher, die kriegen wir vielleicht am Flohmarkt nochmal los. Und im Großen und Ganzen, Hauptsache weg. So. Ja, jetzt haben wir Platz, ne? Der Kofferraum ist nicht ganz leer, aber naja, gut. Super. War das okay für dich? Ja, im Großen und Ganzen. Du hast die Wahl gehabt, du hättest Nein oder Ja sagen können. Ja, wir hatten ja dann vorher im Gespräch, hatten wir festgelegt, die 700. Deswegen, also ich finde, das war ein realistischer Preis, war gut, ne? Wunderbar, alles klar. Ja. Wo ist deine Schmerzgrenze? Also was ist dein Wunschpreis und was ist deine Schmerzgrenze? Also Wunschpreis, hatte ich dir schon mal gesagt, waren 150 Euro. Okay. Und die Schmerzgrenze, ja, ich denke, so 100 müsste sie schon bringen. 100 ja. Müsste sie bringen? Ja, eigentlich schon. Das ist okay, würde ich sagen. Ne? Ja. Ich habe halt mehrere Händler eingeladen. Super. Ja? Und das kann nur zum Vorteil sein. Ja, ja? Klar. Also, wenn die alle haben wollen, dann geht der Preis immens in die Höhe. Ja? Ich werde jetzt mal holen. Und, wunderbar. Genau. Bis alles gleich, klar. Ja? Bis gleich. Das Moped ist vom Opa und es ist schon so ein Erinnerungswert eigentlich, aber es hilft auch keinem, wenn es bei mir irgendwo im Keller rumsteht oder in einem gemieteten Container oder so. Von daher ist das schon besser, wenn das dann ein Händler bekommt. So, ja. Ja, wollen Sie mal gucken erstmal? Ja, natürlich. Genau, schauen Sie es mal an. Das ist ein Wunder, dass der Tank nicht verrostet. Ja. Motor noch dreht, Sieht aus wie so ein typischer Scheunenfund. Genau. Hat die besten Zeiten hinter sich. Das ist eine Totalrestauration. Aber eine gute Substanz, eigentlich. Ja, also, der Blech, Tank Blech ist noch dran. Ja, und die Originalfarbe ist noch vorhanden. Genau. Und vor allem ist es unverbastelt. Und sind da Papiere auch dabei? Ja, Papiere habe ich hier, Originalpapiere. Verkaufe ich alles im Internet. Ah, okay. Ja. Das heißt, Sie würden die auch eventuell... Die wird zerlegt und wird einzeln verkauft. Ja, was sagen denn die anderen Sammler dazu? Ist ja nicht schön, wenn sie zerlegt wird. Ja. Das tut weh, wo? Also, wenn man damit groß geworden ist, ich denke, so eine Quickly hat irgendwo auch eine Seele. Und es tut schon weh, wenn man sieht, dass das zerflattert wird und dann einzeln irgendwo wieder verkauft wird. Ich darf auch nicht vergessen, so unter Händlern, das ist schon ein Kampf der Giganten. Und ich hoffe, dass sie sich gegenseitig ein bisschen hochpushen. Weil Sie alle so nett hier sind, ja, habe ich mir ja auch was überlegt. Ich wusste ja, dass Sie kommen. Und zwar würde ich gerne mal ein Angebot von Ihnen allen haben. Aber bitte noch nicht sagen, erst mal aufschreiben. Ich habe Ihnen was vorbereitet. Ja. Aha, hier ist der Zettel 1. Ja. Passen wir auf. So, hier haben Sie auch einen Kugelschreiber. Ja. Schreiben Sie mal hier Angebot rein und zulassen. Ja. Okay. Die Nummer 2 ist hier mit 400 Euro vorne, ja? Die Nummer 1 hat geboten 200 und Sie haben 350. Möchten Sie was drauflegen? Ursprünglich haben wir ja gewollt, komm. Ja, eigentlich hatte ich ja an 800 gedacht. Haha, aber ich kenne mich ja auch nicht aus. Ich kenne mich ja auch nicht aus. Nee, ist ja ganz klar. Also von daher ist das natürlich, jetzt sind schon mal ein paar Zahlen gefallen. Möchten Sie noch mal nachbessern? Nein, der Preis von 400 so ist schon. Also so 420. Ja, das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Halten Sie dagegen? Das ist ein Preiskampf. Nee, ich würde schon sagen 450. Der ist schon bei 450? Das ist zu weit weg. Das ist zu weit weg. Von 350 auf 450? Das wäre mir zu weit weg. Also 450, denke ich. Ist doch ein toller Preis. Ja, dafür. Ja, denke ich schon, oder? Würde ich sagen. Schlagen wir ein. Schlag ein. Wunderbar.
Und wie war's? Ja, super, Weltklasse. Absolut spitzenmäßig. Da wäre er mit dem Verhandeln, glaube ich, niemals hingekommen. Also nee, das war schon eine super nicht. Idee mit den Zetteln. Ja, einmal mit den Zetteln und auch mit den mehreren Händlern halt. Ja. Also, weil mit einem, der wird dann irgendwas sagen, ganz tief ansetzen und so ist der Druck untereinander da und super. Ja, ich habe ja nur noch mal ein bisschen hochgepokert mit den 800, da war ja nie die Rede von, weil ich nicht wusste, wo sich's hin entwickelt und dann wären die aber 500 Schule vielleicht. Aber wessen Schule war das? Ja. Meine Schule. Natürlich, natürlich. Wunderbar, du hast schon was gelernt, das na freut klar. mich. Ja? Na klar. Gut. Geh mal. Gut, super. Turbulente Tage. Waren turbulent, ne? Mhm. Also ist ja nicht einfach immer. Nee, natürlich nicht. Wäre auch langweilig, oder? Wäre auch langweilig, das stimmt. Ne? Gut, dann öffne ich jetzt mal die Rolle. Dann hatten wir ja noch deine Kuscheltiere. Kann ich Ihnen vielleicht ganz was anderes anbieten? Sie sind in einem heiratsfähigen Alter. Ja. Wir haben oben eine tolle Brautetage. Dann hatten wir die Kondome. Jedes Mal, wenn ihr einen verkauft, dann könnt ihr auch noch anpreisen. Ihr habt einen ganzen Automaten, ja? Alles klar. Okay. Ich kann euch auch den ganzen Automat verkaufen, aber das ist zu schwer. Hallo. Hallo. Für einen Euro das Stück? Nur einen. Ich bin glücklich verheiratet, ich brauch sowas nicht. Ja. Wie geht's überhaupt? Was ist das denn? Kaugummis, mal, er weiß ja nie. Wenn du nicht weißt, was du damit machen sollst, dann kann ich dir jetzt auch nicht mehr weiterhelfen. Okay, dann machen wir es mal ganz schnell. Also, damit ich schnell weiterkomme. Ich nehme gleich zwei. Oh, danke. Ihr habt ja überhaupt keine Probleme, auf Leute zuzugehen. Ja, und da hat es dann 18,52 Euro für gegeben. Mhm. Ja, wunderbar. Ja, und das Gesamtergebnis lautet 1547,42 Euro. Super. Wunderbar. Das lässt sich doch blicken, ne? Und ein Brautkleid. Super. Und ein Brautkleid. Und ein Brautkleid. Genau. Und wenn du ein Brautkleid für 2000 Euro nimmst, ja, dann ist der Wunsch, den ihr hattet, wunderbar. Ja, genau. 3.500 auch aufgegangen. Ja, super. Prächtig. Und, weil wir auf dem Flohmarkt waren, viel, viel, viel Kleingeld. Genau, ganz viel Kleingeld. Super. So, jetzt am Ende ist, glaube ich, das Vertrauen zu mir von Sharky und Nicole größer als am Anfang. Und sie haben auf jeden Fall was gelernt, dass man Pläne auch in die Tat umsetzen kann. Und das freut mich. Das ist viel wichtiger hier als das Geld. Alles klar, vielen, vielen Dank. Dank. Ja? Danke dir. Sharky, vielen Dank. Ja? Guten ja. Heimweg. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.